Luft, Luft, ich brauch Luft. Oh Gott. Oh, das war knapp. Zwei Schildkröten, willst du mich verkackeiern? Nein. Ja, das war leider, da war ich nicht schnell genug. Ja, ist das schön. Endlich wieder in der frischen Luft. Kannst du mal gucken, ob du irgendwas unten findest. Und kann man da bieten? So ein oder zwei. Aber bist du nicht eigentlich das Monster? Ich meine, du tötest die ganzen Viecher. Die wollen sich bestimmt nur verteidigen. Ich habe auch noch eine Plantera-Pflanze gefunden. Echt jetzt? Ja. Cool. Lass mich ganz kurz was herstellen und was rüberschleppen. Falls es ein Bett sein soll, brauchst du das nicht. Was? Falls es ein Bett sein soll, brauchst du das nicht. Wir haben doch noch genug Betten in den Kisten. Da war ja was. Nee. Ich wollte noch eine Statue oder zwei hinstellen, um meine Sachen mal wieder neu platzieren zu können. Was hier nicht so funktionieren will gerade, warum auch immer. Ah, jetzt geht's. Ich habe doch jetzt das Bienenshirt, deswegen, das wird hier direkt, pupp, dem angezogen hier. Und dann packen wir wieder, wo ist er denn? Ja, genau, die Heiltränke da wieder hoch, das Buch ausgewählt und dann komme ich auch schon wieder zurück. Kann sie nur um Stunden handeln, du weißt ja, wie weit der Weg ist. Ich bringe am besten mal ein Bett mit. Ich soll ein Bett mitbringen? Zum Spawnen, zum Zurückdingsen? Ja. Okay, ich bringe ein Bett mit. Das heißt, du baust uns ein Zuhause. Ich habe keine... nichts für die Wand. Bring ein Obsidian-Bett mit. Scheiße. Hast du gerade Plantera? Oh Mann. Dann halt's aber erstmal fest, du. Aber hier kommt nichts. Ah, da ist er. Jetzt brauche ich mindestens eine Minute, bis ich da bin. Außer muss ich meinen Whisper beschwören. So. So. Komme. Du bist tot. Ja, Honig. Heißt das nicht, dass sie jetzt zu uns kommt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Dann können wir auch hier bleiben. Oder wir gehen rüber. Wir müssen ja eh wieder rüber, mein Gott. Kann wieder rüberlaufen. Ich sag dir, wenn sie mir irgendwie plötzlich in den Arsch beißt. Du bist im Honig stecken geblieben, hä? Ja, aber ich wollte eigentlich wieder hoch. Alter Naschbär. Konntest deine Finger wieder nicht vom Honig lassen. Ja, ich kann da runtergeflogen. Runtergeflossen. Ach stimmt, da war ja was. Und ich dachte schon, dass deine Griffe wieder wie der alte Hubibär. Im Honig gehabt. Pass mal auf, du Pedobär. Ey! Pedobär fickt kleine Mädchen und das will ich nicht. Pedobär. So. Hab ich schon mal erwähnt, dass diese Sphäre total imbar ist? Ja. Gut. Obwohl, du bist eher der Klabusterbär. Was für ein Bär? Der Klabusterbär. Was ist ein Klabusterbär? Ich klabuster dir gleich einmal eine quer. Ich weiß nicht, was ein Klabuster ist. Google mal Klabusterbären. Kann ich jetzt nicht, muss spielen. Dann googelst du es später. Kopfbedeckung Mumie. Jetzt kriegst du sie nicht mehr, weil du mir nicht sagst, was ein Klabusterbär ist. Ist was Nettes. Ja. Nett. Hast du wirklich, dieses Wort gibt es. Dieses Wort gibt es nicht in deinem Sprachgebrauch, doch, nett. Doch, leider schon. Weil nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Achso, du meinst, als du mich deportiert hast. Da warst du auch nett. jetzt überleg mal, was du sagst. Ich meinte eher so, Frauen finden mich öfters nett. Ja, das ist scheiße. Genau das. Ja, ich glaube, Plantera ist wieder weg. So ein Scheiß. Und der Honig ist im Weg. So. Ach, du bist schon hier. Du bist ja schon über mir. Ah, hier bist du gestorben. Das Grabstein von Hubi. Ne, das bin ich. Mad Mike had their head removed by a stinger. Moment.
Wenn ich hier gestorben bin, wo bist du denn gestorben? Nicht viel weiter. Ich glaube, ich war gerade wieder am Hochkraxeln. Oh, du kleines blödes Drecksviech, hau ab. Hier war der Obelisk. Also genau nebendran tatsächlich. Naja, müssen wir weiter runter. Haben wir zwei Planteras schon verhauen. Oh Mann, sind die schlecht. Ist das Honig? Ach, das war der Honig. Oh Mann. Das ist aber auch eine Scheiße, ey. Wir hatten diesen Scheiß hier. Oh. Aua, aua, aua. Jetzt können wir runterbuddeln. Runterbuddeln. Let's do it. Oh, guck mal, Kiste. Schrott. Warum habe ich eigentlich immer noch die Pantera-Musik? Ich nicht. Waterwalking, Waterwalking. Ach, Schrott halt. Wieso komme ich da nicht mehr raus? Jetzt komme ich wieder raus. Sind wir einigermaßen auf der richtigen Höhe? Ach, wir können ja rechts noch ein bisschen gucken, stimmt. Ja, Sackgasse. Gasse mit Sacke. So. Guck mal, dass ich hier was runterbuddel. Du guckst da drüben, okay. Kiste. Kiste. Guck mal, was in der Kiste drin ist. Noch eine Kiste. Ja. Wir haben schon irgendwie drei Kisten liegen lassen. Und das Witzige ist, es ist immer noch Dingens. Zack schon. Es sind immer noch, oh mein Gott, in der Gegend. Ach, schon in der Gegend. Aber leider haben wir kein Chlorophyll mehr gefunden, wie es auch mal ist. Oh, ich brauche Luft. Oh, was ist das? Da ist irgendwas durch die Wand gerade geflogen. Ja, das sind diese... Ach, die mich immer erledigt haben, diese Drecksviecher. Weil ich so geflucht habe über der einen Videoaufnahme. Hier ist... Chloro Gedöns. Sehr schön. Dann bau mal ab. Ich baue mal weiter. Erstmal Luft holen. So. Weiter runter, immer weiter runter. Böser Fisch, Hitpoints. So, Luft holen. Und wieder runter. Was ist das hier eigentlich? Moment. Moment, Luft holen. Ah, wo ist denn der ganze Dreck, den ich wieder aufgesammelt habe? Da, was ist das? Tin Ore. Okay, du bist auch nur Stein. Du bist irgendein anderer Scheiß. Nee, Rot brauchen wir auch nicht mehr. Wobei. Rot wird der Orange. Ist egal, brauchen wir nicht. Matt auch nicht. Ah, das sind Diamanten hier. Ganz viele Diamanten. Die nehmen wir nochmal mit. Davon haben wir noch nicht so viele. Ah, das habe ich übersehen da drüben. Auch nicht schlecht. Gutes Auge. Da unten ist, glaube ich, noch mehr. Oh, du kleines, dreckiges Drecksviech, du. Lass dich jetzt bloß nicht von der Spinne da oben killen. Nee. Ich sehe schon. Beziehungsweise die Wespe da oben, die auch noch damit ist. So. Sind gleich beide tot. So. Da drüben ist noch irgendwie Chloro-Linksbums. Nichts mehr. Aber hier ist irgendwo dazu. Ah, wobei das jetzt eher. Was ist das hier? Mithril. Das könnte aber trotzdem das da drüben sein. Ja, ist doch Mithril, sah nur so aus. Irgendwas bei dir?
fertig. Was brauchen wir denn nicht? Was kann ich denn wegwerfen? Ah, so viel Zeug. Das brauchen wir nicht. Ach, ich habe was gefunden, was du schon hattest. 405. Ach, du hast schon drei andere gefunden. Ich sehe es gerade, Sack. Cool. Mal gucken, was drin ist. Ja, die eine ist besser als die andere wahrscheinlich. Wobei, ist nicht so gesagt. Flare Gun, Flares drin und ein Gold. Ah, was? Was ist denn das da? Auch nichts Besonderes. Achso, ups. Ich sollte den ganzen Scheiß einmal wieder loswerden. Du willst weiter graben? Alles klar. Normal, okay. Ich glaube, da finden wir jetzt nichts mehr großartig. Jetzt dauert es mir doch zu lang. Das Graben ist zwar schnell. Ich glaube, wenn man mal einmal Gas gegeben hat. Oh. Wo ist mein Dynamit? Wo ist mein Dynamit? Ach so, auf der 4. Ja, guck mal. Ich hab's gefunden. Danke. Wir sprengen uns immer tiefer. Ach, das ist noch welches. Lava, Pilz, Gedöns. Boah, verpiss dich, du blödes Drecksviech. Ja, ist gut, hau ab. Alter Schwede, ey. Ich hasse Schildkröten. Ich werde mir nie eine Schildkröte kaufen. Entweder sind es Mutanten oder es sind aggressive Schnappschildkröten, die alles fressen wollen. Mal sehen, so. Kiste. Hier ist eine Violent Cloud in der Bottle. Die macht 4% Midi Speed, wenn du sie haben willst. Brauche ich nicht unbedingt. Was haben wir noch hier unten? Eine Sackgasse? Oh. Ah, hab einer gefunden. Hier ist immer eine Plantera-Pflanze. Problem ist nur, ja, wie kommen wir wieder hoch, ohne dass er uns frisst? Hast du eine Idee? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss erstmal schauen, wie ich zu dir komme, ohne gefressen zu werden. Das kann ich ja auch nicht sagen. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, ich bin hier. Ach Gott, da oben ist Lava und sonst was ein Weg. Ich glaube, wir müssen es einfach aushöhlen. Dann komme ich auch hier unten kämpfen. Reicht? Ja. Das heißt, Dynamitzeit. Ohne mich in die Luft zu sprengen, bitte. Meine Damen und Herren, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn ich... Aber gut, dass noch Erz. Gut, dass ich es gerade hier gesehen habe. So, das Stück muss noch weg. Oh oh. Was denn? Werf das Zeug bloß nicht zu nah an das Vieh. Ja, deswegen, ich versuch's. Ich versuch's immer. Oh.
an der Seite zu halten. Hast du gerade noch mal eins gefunden? Oh, du Sack, ey. Wo kriegst du die immer her? Die liegen hier rum. Die liegen hier rum. Du Lacker. So, ich schmeiß jetzt mal ein bisschen nach links. Du musst halt so ein bisschen nach Möglichkeit diese Feinheiten dann rausholen. Oh, ach nee, anders, oh. So. Da ist eins genau unter mir. Ach, da ist noch Lava im Weg. Da ist auch noch welches von diesem Chloroform-Zeug. Und weg damit. Boom! Ja, gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Gut, dass die Lava könnte ein Problem darstellen. Unter anderem zumindest. Wenn ich das hier vorsichtig hinlege, müsste sogar gehen. Oh, da ist ganz viel Erz, sehe ich gerade im Dings hier drin. Also wenn man das viel nennen kann, weil die Umschmelzrate ist natürlich nicht so pralle. Allerdings ist auch eine Wespe und nur Dings drin. Schildkröte. Reicht das so ungefähr? Was meinst du? Weil es kann ja, wie gesagt, nicht im Freien schweben. Ich weiß nicht, ob die Hintergründe noch so ein Problem sein könnten. Ich glaube nicht. Aber ich würde, ehrlich gesagt... Die Seite noch? Ja, hier, klappt man mit mir hier runter. Ich kloppe. Kannst du mal gucken. Ich mache ein Seil. No? Ich spann das mal. Entsprechend. Den Scheiß brauchen wir nicht. Den auch nicht. 5. Komm schon wieder Schildkröten. Dass die aber auch so cheaten können, das ist unglaublich. Kommt schon wieder eine. Noch eine. Nein! Vielleicht sollten wir uns da oben hin zumachen oder so. Keine Ahnung. Ach, dann kommen die auch von unten. Aber, ja, kann man gerne versuchen. So, Seile haben wir jetzt schon mal hier. Guck mal, das meine ich. Klick, 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 klick. Kann einfach Seil ablassen. Andere lassen mal ein Turret ab, ich lasse ein Seil ab. Guck so. Und. Das ist alles nur für einen Boss. Der ganze Aufwand. So. Ja, kann man die Lava bitte noch zumachen? Das ist, prädestiniert zum Reinfallen. Danke dir. Und weißt du, was ich jetzt noch mache? Fledermaus töten? Ich baue noch schnell was. Bett? Bett habe ich ja, aber in die Richtung geht's auf jeden Fall. Weil, ne? Wir bauen jetzt erstmal... Wenn du kannst, mach Mauern dahinter und Ja, gleich. Brauchst mal eine Tür. Kann ich hexen. Ich versuch's zwar immer, aber ich kann's nicht. Halt mal kurz.
Kann ich vielleicht das Holz wieder aufnehmen? What the fuck, ich hatte Platz. Ah, jetzt. Ah, da ist so ein Viech. Mach's weg. Ja, spiel damit. Achso, kann man nicht durch. Jetzt. So. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Hammer ausrüsten. Ah, geht nicht. Okay, das heißt, ich kann es direkt hoffentlich bauen. Wo ist denn mein Dingsbums da? Steh mir nicht in der Sonne. Brauch noch ein bisschen so. Da 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 da. Können wir da schon Bettchen stellen eigentlich? Ja, ne? Stellen Bett rein. Tada! Bound. Ja, endlich. Ah, da hast du doch. Das ist doch eine schöne Dekoration, die du da oben hingebaut hast. Die ja. Ist so. So lebensfroh. Hust. Hust, hust. So, dann machen wir den wieder da rein. Ja, dann Rubo und. Ah, mit zwei Kisten, schön. Ah, mit dir kuschelig hier in diesem kleinen. Ich muss weg.